So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Im letzten Part wurden wir von den Trinities aus der Anlage ganz schön weggejagt. Weggefetzt durch die glitschernden Berge, in Wasser rein, vom Heli verfolgt. Ganz schöne Action, solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen, geben. War richtig spannend, muss ich sagen. Also mich hat es echt vom Hocker gehauen. Wahnsinn. In diesem Part wollen wir auf jeden Fall wieder hier die Anlage nochmal weiter erkunden. Wir haben ja einige neue Sachen bekommen, eine neue Mission. Und ich bin gespannt. Und Wölfe werden hier wahrscheinlich wieder sein. Ach du. Ich dachte jetzt schon, oh mein Gott. Ich dachte, sie sind so. Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Ja, natürlich. Aber gerne. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit ihnen. So, das ist die optionale Mission. Dann haben wir hier mit dem Roten aber trotzdem noch mal was anderes. Wo ist das Rote hier? Okay. Hier drin haben wir noch was. Zum Öffnen mit dem Dietrich. Giftpfeile, oder? Ja, genau. Mal schauen. Ich bin ja echt gespannt. Wir kriegen ja ein Pistolenvisier. Wahrscheinlich besser zum Zielen. Wollen wir das doch gleich machen, denke ich eigentlich. Schauen wir uns das Rote auf jeden Fall nachher an. Die Wolfshöhle. Vielleicht mit meinem Sturmgewehr sogar noch besser. Können wir noch schneller schießen eigentlich. Ich will eigentlich normale Pfeile machen, geht das nicht? Müsste eigentlich noch gehen. Ja, egal. Hier hat eben ein Holzding. So, dann schauen wir uns in der Wolfshöhle um. Wie gesagt, hier geht nichts. Wir sind wahrscheinlich immer noch voll mit dem Fleisch. Oh, was haben wir hier? Oh, hä? Wo habe ich das jetzt? Habe ich die Flasche hier aufgehoben, oder? Können wir aber nichts damit machen. Einfach nur eine Flasche zum Werfen. Naja. Gut. Ich glaube, hier war es jetzt. Die Wölfe erlegen. Müsste eigentlich schon hier sein, weil... Scheiße. So. Ist ja auf einmal von hinten wieder reingesprungen gekommen. Diese Biester, Mann. Wahnsinn. Ja, wir können doch noch ein bisschen Fleisch nehmen. Hätte ich vielleicht doch das andere Gewand anziehen sollen. Naja. Im Nachhinein ist man immer schlau. Das waren jetzt 5 Stück, Wahnsinn. Gut, dann haben wir unsere Mission abgeschlossen, kriegen ein schönes Visier. Mich hat es jetzt nur überrascht, dass die von hinten es auch noch kam. Können ja eigentlich nur von hier gekommen sein. Gut. Alles gut überstanden, trotz der Überraschung. Dann können wir unserem Kumpel hier dann noch helfen. So, Money nehmen wir natürlich mit. Das haben wir ausgegraben. Das Ziel darf uns nicht entwischen. Wir müssen wissen, warum sie Team Bravo gefolgt ist.
Haben Sie die Höhle geräumt? Ist sie sicher? Bravo ist unterwegs auf keinen Leib. Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Ja, das ist doch schön. Schauen wir mal auf die Karte. Was ist denn das eigentlich? Das wird hier gezeigt. Sägewerk. Ja, ich sehe schon. Da sind welche. Ich kann mal sehen, wie viele es sind. Na, ja, da ist auch noch einer. Ich kann hier mit dem Hedgehog gerne ausschalten. So. Ich glaube, noch haben sie uns nicht gesehen. Das kann sich aber schnell ändern. Mal einer. Das war schon, oder? Das ging ja fix. Wenn hier jemand ist, es ist sicher. Sie kann rauskommen. So stelle ich mir das immer vor. Die Körper. Sie muss irgendwo hier sein. Vielleicht gibt es eine Spur. Ja, ich glaube, das sind wahrscheinlich hier diese. Nee. Ich will die Leichen noch plündern. Hört sich jetzt schon ein bisschen komisch an, Leute. Aber ihr wisst, was ich meine. Er ist natürlich hier runtergefallen. Sieht sie, er kriegt was schöne Sachen. So, einen hatten wir dann noch. So, Muni. Da ist er ja. So. Jetzt bin ich zufrieden. Kanister. Oh, das wird schön. Wir können jetzt so richtig viel erkunden. Wir haben ja diese versperrten Höhle. Und einiges jetzt hier zum Erforschen. Wird jetzt wieder einiges in Anspruch nehmen. Na gut, schon. Machen wir erstmal die Mission fertig. Auf jeden Fall groß genug für ein Versteck. Eine Frau oder ein Mädchen? Das ist die Frage, was wir hier haben. So. Hier haben wir noch was. Ich muss nur der Spur folgen. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara. Deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich will nur kurz noch hier oben hochschauen, dann helfen wir ihr auf jeden Fall. Jacobs Leute mussten hier arbeiten. Können wir hier hoch schon, oder? Oder andersherum? Sieht ein bisschen komisch aus. Na, geht wohl doch nicht. Schade. So, dann müssen wir hier eigentlich rüberkommen. Genau. Und den Spind hier möchte ich noch schnell aufmachen. Okay, kriegen wir noch ein paar nützliche Ressourcen. Gut, dann helf mir dem Mädchen aber. Lara, du bist zurück. Kannst du mir helfen? Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube,
will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Oh, danke. Der Pfad zum Tal führt durch die Höhle östlich von hier. Ah, dieses System hier. Ich finde es fantastisch. Ah, da sehen wir schon, da ist die Höhle und da haben wir schon etwas Böses markiert. Sieht aus wie so ein Lux. Ja, wie heißen die? Puma, Puma, so sieht das aus. Habe ich es gerade verwechselt, sorry. Bin gespannt, was uns da erwartet, aber zunächst möchte ich jetzt eine von diesen Höhlen auf jeden Fall in diesem Part noch erkunden. Das machen wir noch, Leute, das machen wir noch. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der Höhle. Leute, habe ich es nicht gesagt. Wahnsinn, was haben wir denn hier erlegt? Nichts zum Ausbeuten, nichts zum Aushalten. Kann ja nicht sein. Schaut euch das fette Ding an. Wahnsinn. What the fuck? Ah, wie der einfach von da oben runter gesprungen kommt. Ja, das Spiel hat schon sehr nette Überraschungen jetzt für uns. Ey, komm. Willst du es aufnehmen? Komm, bitte. Nein. Tu mir das nicht an. Jetzt habe ich das ganze Teil hier geschleppt für nichts. Was soll das? Lara. Ja, ich glaube, für die Höhle haben wir eh nur den Seilpfeil gebraucht. Genau. Sehr schön. Wollen wir uns doch noch anschauen, kurz. Hier ist ein Pfad. Gut ausgetreten. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ist das jetzt das Grab? Oder ist das die Challenge für die Mission? Ich dachte jetzt eigentlich eher... Das ist jetzt die Challenge. Gut. Nee, Leute, aber die Höhle schauen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part an. Dann sehen wir, ob es die Challenge betrifft oder die Rettung des Großvaters. Wir sehen uns. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Euer Wavestyle. Ciao.